In 2. Korinther Kapitel 9, Vers 6 steht: Das aber bedenkt, wer kärglich sät, der wird auch kärglich ernten, und wer im Segen sät, der wird auch im Segen ernten. Jeder, wie er sich im Herzen vornimmt, nicht widerwillig oder gezwungen. Denn ein fröhlicher Geber hat Gott lieb. Gott aber ist mächtig, euch jede Gnade im Überfluss zu spenden, so dass ihr in alle Zeit alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk, wie geschrieben steht. Er hat ausgestreut, er hat den Armen gegeben, seine Gerechtigkeit besteht in Ewigkeit. Mit dem ganzen Epidemie ist alles so schwer geworden. Aber Gott ist immer noch da und wartet, bis die volle Zahl der Heiden eingegangen ist. Also hebt eure Füße aus dem Sumpf und lauft zu ihm, solange es noch möglich ist. Gott sagt in Sprüche Kapitel 8, Vers 17: Ich liebe, die mich lieben, und die mich eifrig suchen, finden mich. Reichtum und Ehre kommen mit mir. Es ist wichtig, dass ich erwähne, dass wir sollten erst versuchen, Gott zu suchen und seinen Willen tun. Denn einfach nur Glauben ohne Frucht ist ein toter Glaube. Wie geschrieben steht in Jakobus Kapitel 2, Vers 17. So ist es auch mit dem Glauben. Wenn er keine Werke hat, so ist er an und für sich tot. Da wird dann einer sagen: Du hast Glauben? Und ich habe die Werke. Beweise mir doch dein Glauben aus deinen Werken, und ich werde dir aus meinen Werken meinen Glauben beweisen. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt? Du tust wohl daran. Auch die Dämonen glauben es und zittern. Willst du aber erkennen, du ernichtiger Mensch, dass der Glaube ohne die Werke tot ist? Und in Johannes Kapitel 3, Vers 17 steht: Wer aber die Güter dieser Welt hat und seinen Bruder notleiden sieht und sein Herz von ihm verschließt, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Meine Kinder, lass uns nicht mit Worten lieben, noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Und daran erkennen wir, dass wir aus der Wahrheit sind. Und damit werden wir unseren Herzen von ihm stillen, dass wenn unser Herz uns verurteilt, Gott größer ist als unser Herz und alles weiß. Geliebte, wenn unser Herz uns nicht verurteilt, dann haben wir Freimütigkeit zu Gott. Und was wir immer bitten, das empfangen wir von ihm, weil wir seine Gebote halten und tun, was vor ihm wohlgefährlich ist. Wir sollten uns schon selbst fragen, liebe Geschwister: Bin ich wiedergeboren? Und habe ich den Heiligen Geist? Wenn ja, was tue ich? Trage ich die Liebe in mir täglich? Oder nur ab und zu, wenn mir danach ist? Diese Frage sollten wir uns täglich stellen. Und die, die noch nicht wiedergeboren sind, oder es noch nicht wissen, oder zweifeln: Ihr seid nicht alleine. Gebt Gott die Ehre und eure Probleme. Er wird sich um sie kümmern. Er wird euch leiten und bis ans Ziel bringen. Sucht den allmächtigen Gott jeden Tag aufs Neue und betet ihn an und glaubt daran. In Galater Kapitel 5, 22 steht geschrieben: Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Die aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt, samt dem Leidenschaften und Lüsten. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Lasst uns nicht nach leeren Ruhm streben, einander nicht herausfordern oder einander beneiden.
Also, wenn der Heilige Geist in uns lebt, sollten wir versuchen, auf ihn zu hören. Denn alleine die Liebe bringt schon Frucht in sich. In 1. Johannes Kapitel 4, Vers 7 steht: Geliebte, lass uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sündopfer für unseren Sünden. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, so sind auch wir es schuldig, einander zu lieben. Unser Gott ist Liebe. Wo soll man anfangen, Gottes Liebe zu beschreiben? Wie viel wurde über die Liebe gesagt und geschrieben? Wo man hinhört, überall wird die Liebe besungen. In fast jedem Buch, in fast jedem Film, fast in jedem Lied geht es um die Liebe. Unsere Vorstellung ist so stark geprägt von Emotionen, von Romantik und Leidenschaft, dass wir auch uns Gottes Liebe so vorstellen. Doch die Liebe unseres Gottes hat damit nichts zu tun. Wenn wir verstehen wollen, was die Liebe Gottes ausmacht, muss es uns eins klar werden: Gottes Liebe, wie auch er selbst, ist ewig. Ewige Liebe bedeutet, dass Gott Liebe ist, völlig unabhängig von einem menschlichen Gegenüber. Seine Liebe wird nicht erst durch die Existenz von irgendwas, was er geschaffen hat, erzeugt. Seine Liebe ist nicht eine Reaktion auf unsere Liebenswürdigkeit. Ganz im Gegenteil. Gott liebt das, was nicht liebenswert ist. Seine Liebe ist das, was unveränderlich ist, ein ewiges Wesen ausmacht. Er ist ein feststehendes, unabhängiges Sein. Unser Gott ist ein dreieiniger Gott. Und sein Wesen ist nicht ich-bezogen, sondern sich selbst hingegeben der Liebe. Die Bibel spricht immer wieder davon, dass Vater, Sohn und der Heilige Geist immer die Verehrung die zwei anderen anstreben. Jeder der drei Personen Gottes umkreist aus freiem Willen die beiden anderen und überschüttet sie mit Liebe und Verehrung. Jeder steht freiwillig zu den anderen zurück und freut sich über sie. In 1. Johannes Kapitel 4, Vers 16 bis 19 steht geschrieben: Wir haben erkannt und geglaubt, die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott. Und Gott in ihm. Darin ist die Liebe völlig bei uns, dass wir eine Freudigkeit haben am Tage des Gerichts. Denn gleich wie er ist, so sind wir auch in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die völlige Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat Pein. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht völlig in der Liebe. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Man kann sich jetzt fragen, was hat Gottes Liebe mit mir zu tun? Aber mit dieser Liebe hat Gott uns geliebt, bevor es uns überhaupt gab.
Gott hat uns geschaffen, um die vollkommene, unendliche, gute, ewige Liebe mit uns zu teilen. Er wollte uns in diese Liebe mit einschließen. Er wollte uns mit dem Guten überschütten und von uns geliebt und verehrt zu werden. Und er wusste, was der Erschaffung der Menschen ihn kosten würde. Er wusste, was die Menschen ihn antun würden. Er wusste, dass seine ergebene Liebe wir ablehnen und dass wir uns vorziehen würden, lieber in uns selbst zu kreisen. Er wusste, dass für diese grenzenlose Liebe auch grenzenlose Trauer hinnehmen würde. Er wusste, dass in Jesus Christus den ultimativen Preis seine Liebe bezahlen würde und für uns sterben würde. Und trotzdem hat er uns erschaffen, weil er uns liebt. Diese Liebe können wir uns nicht verdienen. Wir können sie nicht erzeugen oder beeinflussen, aber wir können uns absolut auf sie verlassen. Gott sagt: Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich hab euch erwählt. In Römer Kapitel 8, 38 steht geschrieben: Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes und noch Tiefes, noch kein anderes Geschöpf mag uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christo Jesu ist, unseren Herrn. Und im Römer Kapitel 12, Vers 9 steht: Die Liebe sei ungeheuchelt, hasst das Böse, haltet fest am Guten. In der Bruderliebe seid herzlich gegeneinander. In der Ehrerbietung komme den einen anderen zuvor. Im Eifer lasst nicht nach. Seid brennend im Geist. Dient den Herrn. Seid fröhlich in der Hoffnung. Im Bedrängnis haltet stand. Seid beharrlich im Gebet. Nehmt Anteil an den Nöten der Heiligen. Übt willig Gastfreundschaft. Segnet, die euch verfolgen. Segnet und flucht nicht. Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Seid gleichgesinnt gegeneinander. Trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu den Niedrigen. Haltet euch nicht selbst für klug. Vergelt niemanden Böses mit Bösen. Seid auf das bedacht, was in Augen aller Menschen gut ist. Ist es möglich, so viel es an euch liegt, so haltet mit allen Menschen Frieden. Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum und dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben: Mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Ihm sei alle Ehre. Amen.